Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Ihr neues Album. Ah nee, Quatsch, das ist meine Brille. Das ist Ihr neues Album. Guten Morgen, Freiheit heißt es. Ist seit kurzem erst am Markt. Mhm. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Begrüßen Sie bitte die sehr atemberaubende Yvonne Katterfeld. Yvonne Katterfeld. Schön, dass du da Liebe bist. Liebe Yvonne, du wolltest, glaube ich, ein Gläschen Sekt. Ja, Prosecco bitte. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht lecker aus. Ja, sieht lecker aus. Lass es dir schmecken. Das Dankeschön. Ist dein neues Album Guten Morgen Freiheit. Mhm. Ich muss ja gestehen, du wirst, glaube ich, gar nicht mehr so gern darauf angesprochen, dein erster Hit von Dieter Bohlen produziert. Ja. Für dich ziehe ich die Wolken weiter. Wir haben es uns heute extra nochmal angehört, weil er es so liebt. Ich finde es fantastisch. Ja, du distanzierst dich davon? Naja, es ist so, na guck mal, man verändert sich ja, ne? Also ich meine, jeder verändert sich irgendwie und... aber die Nummer ist nicht schlecht. Nein, die ist schon gut, aber ich würde sie heute eher für meinen Sohn singen. Weißt du, es ist ja so ein... Ja. Also, ja, verstehe. Das ist jetzt für einen Mann. Das ist mir ein bisschen zu romantisch. Echt? Ja. Aber bist du durch die Geburt deines Sohnes nicht mehr so romantisch, was Männer betrifft? Aber oder bist du verknallt in deinen Sohn? Kann ja auch genau, sein. Genau, richtig, genau. Nein, ist aber ein Liebeslied. Ja. Mhm. Jetzt, aber ich bin auch noch verknallt in meinen Mann, insofern. Ja. Alles gut. Aber ganz kurz noch wie hieß die Nummer? Welche? Die erste jetzt vom Bohlen. Für dich. Für dich, genau. Hat das Bohlen geschrieben auch? Oder hat es nur produziert? Ja, nicht wirklich. Oder ist es hier die einen sagen so, die anderen so. Also es gibt... Wo hat es gestohlen? Ist mir dann auch erst hinterher klar geworden, also es gab tatsächlich von Babyface das, eine Melodie, die ähnlich war. Darauf wurde ich dann auch später angesprochen. Wirklich? Und ein Texter hat es halt geschrieben. Also, und würde Dieter Bohlen das auch zugeben, sowas? Oder würde er in seinem Größenwahn, in seinem Größenwahn, möchte ich fast sagen, sagen, dass die das von ihm geklaut haben? Ich glaube, ich muss mal meinen Anwalt anrufen. Ja, eben, ist gefährlich jetzt. Ja, ist zu gefährlich. Nicht, dass ich jetzt hier noch ja. Ärger kriege. Gut, Dieter Bohlen ist Vergangenheit. Wurscht, oder? Bitte? Dieter Bohlen ist Vergangenheit. Ja, nur ein winziger Teil meiner Vergangenheit. Eben. Mit dem war ich vielleicht 3 Tage im Studio. Wirklich? So schnell wurde das aufgenommen? Aber es war ja Nummer 1 Hit. Es wurde schneller aufgenommen, aber ich habe noch ein paar andere Songs mit ihm gemacht, während wir dann einfach festgestellt haben, das passt nicht. So. Was passt nicht? Ja, das passt nicht mit ihm und mir. Menschlich? Menschlich, weil er musikalisch und menschlich. Menschlich auch? Macho-Attitüden? Ach was. Unangenehm? Naja, ich weiß nicht. Dieter Bohlen ist doch bestimmt sehr sympathisch. Ja, für mich... Weiß ich nicht. Aber für mich ist er eher so eine sympathische Witzfigur, oder? Aber der nimmt man doch nicht ernst jetzt als Mann. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Okay, gut, kein Problem. Waren natürlich gute Zeiten, schlechte Zeiten, da bist du mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Finde ich dir? Ja. Ja, doch, dieses Gesicht merkt man sich natürlich. Was steht jetzt eigentlich im Vordergrund? Ich habe gelesen, dass du jetzt auch Labelbetreiberin bist. Du hast dein Album auf deinem eigenen Label rausgebracht. Genau, kommen da auch andere Künstler raus? Ja, das klingt größer, als es ist. Also erstmal war die Motivation dahinter die eigene Unabhängigkeit. Weil, so wie seit Prince wissen wir, man ist Slave. Ja, der Plattenfirma. Richtig, Sklave. Wie versklavt ist man denn eigentlich als Künstlerin? Nein, also ich kann gar nicht... sagen, dass ich jetzt schlechte Erfahrungen mit Plattenfirmen gemacht habe, aber nach 15 Jahren Plattenfirma und auch dann doch immer wieder zu merken, es gibt dann natürlich einen berechtigten Einfluss von der Plattenfirma und das beeinflusst auch mich. Und es verändert auch ein Album, habe ich einfach gemerkt, so, dass ich will meine eigenen Entscheidungen treffen und vor allem mich nicht irreführen lassen von anderer Meinung oder Interessen. Und das war der ausschlaggebende Grund. Das heißt, die Texte auf diesem neuen Album Guten Morgen Freiheit hast du geschrieben? Nicht alle. Und dein Mann auch, einigen. Oder? Nee, auf dem nicht. Ah, auf dem nicht. Nee, den habe ich komplett rausgelassen diesmal. Also der hat es auch erst gehört. Aber er kennt das Album, oder? Ja, seit neuestem. Also er hat es zwischendurch auch nicht gehört. Ich habe es ihm auch nicht vorgespielt. Gar nichts. Ja, also, wir können vielleicht mal einen Ausschnitt, weil du leider heute hier nicht auftreten kannst oder wolltest. Oder? Nein, weil es schwierig war, weil Bilderbuch ja hier spielen und dann Yvonne Katterfeld und Bilderbuch wäre schwierig gewesen, weil wo sind dann wir Stürmer? Ne? Ja, genau. Wir Bands auftreten. Nein, aber ich freue mich total auf Bilderbuch, weil ich finde die Musik super. Also, ja. Es ist wirklich endlich mal, also wirklich,
Ich finde, das ist, wie ihr sagt, also erregend, was habt ihr gesagt? Erregend, erregend, aufregend. Ja. Ja, ja, ist es alles. Ja. Ist es alles, ja. Aber jetzt sehen wir erstmal den sehr erregend, den sehr, sehr erregende Single Irgendwas aus dem Album Guten Morgen, Freiheit von Yvonne Katterfeld. Ich muss sagen, wir haben das heute gehört in der Redaktionssitzung, waren beeindruckt. Bei Irgendwas, da habe ich mir gedacht, bei der habe ich mir gedacht, wäre es nicht gescheit gewesen, sich vorher zu überlegen, wonach man sucht. Und das Lied dann sozusagen irgendwie klarer. Ich meine, ich wusste ja schon, nach was ich gesucht habe. Und es gibt ja viele, die, also alle suchen ja nach irgendwas anderem. Und ja. Insofern, aber wonach suchst du in deinem Leben? Oder hast du gesucht, dass du diesen Song... Ja, eigentlich bin ich angekommen. Aber ich kenne diesen Prozess natürlich zu suchen. Also immer höher, schneller, weiter. Und vor allem auch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auf der Suche danach gewesen, auch gesehen zu werden, wie ich bin. Und es ist ein langer Kampf gewesen. Also gibt es auch einen Song, der danach benannt wurde. Mehr als ihr seht. Ich glaube, das war es bei mir. Und so hat jeder, glaube ich... Was hast du denn das Gefühl, wie man dich sieht? Weil ich habe nämlich das Gefühl bei dir, wenn ich kurz einwerfen darf, dass du dich ja nie irgendwie verraten oder verkauft hast. Auch für kein TV-Format. Du bist ja immer in Wahrheit du selbst geblieben. Du warst Jurorin bei Voice of Germany. Das ist aber noch nicht so lange her. Eben. Na eben. Ja, das war ja nicht so sehr angenehm, oder? Du bist ja Coach dort. Wie würdest du dich selber coachen? Gibt es da dann irgendwas, was du dir selber raten würdest? Naja, ich sage mal allen, dass sie sich also natürlich nicht verstellen sollten, weil dann müssen sie es immer tun, dann erwartet man das ja, quasi. Ja, aber auf der anderen Seite ist nicht gerade im Pop die Verstellung das Beste. Siehe, David Bowie hat sich dauernd verstellt und war deswegen. Ja, natürlich. Ja, wenn du, ja, es kommt darauf an, was du für Ziele hast. Also ich glaube, wenn du ein großer Künstler werden musst, ist vielleicht ein bisschen mehr Taktik erfordert oder so. Aber ich glaube, wenn man einfach nur seine Musik machen will, dann sollte man bei sich bleiben. Also das glaube ich ganz fest. Ja, glaube ich nicht. Also es gibt natürlich Gegenbeispiele, ne? Ja, weil das eigene Ich natürlich viel zu langweilig ist, um es auf die Bühne zu hieven. Das kommt drauf an. Dass ich, also ich zumindest, bin viel zu langweilig. Ich muss mich immer natürlich auf der Bühne verstellen. Ja, aber du giltst ja auch nicht als Popstar. Doch. Doch? Ja, glaub schon. Ich kenne aber deine AKM-Abrechnung. 0,07 Cent. Ja. Bewahren Sie diese Rechnung für Ihre Steuererklärung. Ja. Du bist im Plattenbau aufgewachsen und ich habe irgendwo gelesen, dass du als Kind immer so gerne eine Fliege gewesen wärst und dass du deswegen, weil du dich so sehr in diese Fliege reingedacht hast, dass du im Raum begonnen hast zu fliegen, zumindest zu üben. Stimmt das? Oder war das so eine frühe Fluchtgedanken aus der DDR? Wahrscheinlich, es war der frühe Freiheitsgedanke. Deswegen heißt mein Album jetzt Guten Morgen Freiheit. Aber es ist ja sehr selten, dass ein junges Mädchen wahnsinnig gerne eine Fliege wäre. Dann weißt du, was es war? Ich glaube, ich wollte einfach unsichtbar sein. Warum? Also, aha, prominent Ahnung. Wider Willen, Yvonne Katterfeld, ja, Fragezeichen? Manchmal, also ich habe so ein Gen in mir, oder die Wurzeln wahrscheinlich des Mädchens, das aus dem Plattenbau kommt, das manchmal den Rückzug wieder braucht. Mhm. In ihren das heißt, auf roten Teppichen fühlst du dich nicht so wohl? Es geht so. Also es kommt drauf an, wenn ich einen guten Tag habe und mir das alles egal ist, dann ist es okay und macht auch Spaß. Aber man darf es einfach nicht so ernst nehmen. Was ist mit deiner Schauspielerkarriere? Oh ja, das ist eine gute Frage. Was denn? Ja, geht aber... Geht da noch was? Geht da noch was? Ja. Nein, man muss sich ja irgendwann entscheiden, wenn man so reich gesegnet ist, mit Talent singen und Talent schauspielen, was macht man dann? Ich kenne das Problem auch. Du kennst das Problem. Ja. Ja. Der Dirk hat nicht das Problem. Ja, ich kenne das Problem nicht. Das müsst ihr behandeln, ich kann da nicht mitsprechen. Nein, aber hast du das... Also bist du jetzt hauptberuflich Sängerin? So, das, worauf gerade der Fokus ist, jetzt gerade... bin ich so damit beschäftigt, dass gar kein Platz ist für Schauspiel und große Tour, oder? Knüpft sich an dieses Album, auch in Österreich? Ja, genau. Ich war 11 Jahre nicht auf Tour. 11 Jahre nicht auf Tour? Genau. Angst davor? Ja, schon. Verstehe ich. Wovor denn eigentlich? Ja, vor der Tour. Ja, schon, ja. Aber wovor? Ist das der Moment, bist du nicht gerne auf der Bühne eigentlich dann? Nee, es ist das... Doch, ich bin schon sehr gerne auf der Bühne, aber es ist so dieses erste Mal wieder dann so vor großem Publikum und ja, wenn es groß ist. Wenn es wer kann, dann nicht. Du, oder? Du brauchst doch nichts. Ich habe dich gesehen bei der Udo-Jürgens-Gala zum Beispiel, als du das Udo-Lied und immer wieder geht die Sonne auf performst. Ja. Du kommst raus, bewegst dich praktisch gar nicht und lässt nur die Stimme wirken. Fantastisch, Udo hat geweint. Kurz ja, danach ist er gestorben. Das stimmt. Ja. Ja, nein, aber es war ein bewegender Moment. Also so viel, falls Sie zu den Konzerten gehen wollen. Das war fantastisch. Es ist nicht ganz ungefähr. Nein, du weißt, was ich sagen will. Das war irre gut. Das war irre gut. Hast du es gesehen? Ja, natürlich habe ich es gesehen. Ja, das war besser, als alle Helene Fischers es jemals machen können. Deswegen würde ich dir auch eher zur Sangeskarriere raten. Und nein, was heißt das denn? Ja, weil das keiner sonst kann, so kann wie du.
Ja, das sagt mein Mann auch mal. Echt? Ja, ja eben. Hat recht. Ja, aber gut, weil er selber Schauspieler ist und Schauspieler ja immer neidig sind jedem anderen Schauspieler. Hast du mehr Angebote als er? Nein, er hat tatsächlich mehr. Ja, berühmter Mann. Ja, ja, ich weiß. Bei Stromberg mitgespielt. Ja, 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 ich weiß, ja. Aber wir wollen das Privatleben. Na, kein Privatleben. Ja. Wie geht's deinem Kind? Hast du ein Kind? Ich habe auch, ich habe zwei Kinder. Du hast zwei Kinder? Ja. Wie alt sind die? 24 und 15 Monate. Ich hab sieben Buben im Alter zwischen 6 und 8. Die sieben Zwerglein, meinst du? Genau, ja. Ah, okay. Aber von einer Frau, das ist das Interessante. Von einer Frau. Es sind einmal Sechslinge und ein Nachzügler. Ja, genau. Nein, wir wollen nicht über Privates reden. Was mich noch interessiert, wie die elegante Yvonne Katterfeld. Als Backgroundsänger mit auf der Tour. Ah, das wäre schön. Ja. Wer? Ja, so Macarena-mäßig. Nena ja auch. Ja, Nena, ja genau. Na, da ist die Tochter dabei die Tochter und singt. Die halt erst drei ist. Ja, aber die romantischen Lieder kann er ja schon mitsingen. Klar. Was macht Yvonne Katterfeld, die elegante, die stilbewusste Yvonne Katterfeld in Wien? Wirst du dir Wien noch anschauen oder sofort wieder Flieger zurück? Wirst du noch vielleicht... Ins Schloss Schönbrunn. Ich war erst hier tatsächlich. Ist gar nicht so lange. Privat? Her. Ja. Was hast du dir was ich hast liebe gemacht? Wien, ich find's wunderbar. Und ihr seid so lustig, ihr Österreicher. Wirklich? Du bist Deutscher, ne? Ja. Ich bin Österreicher. Aber es geht mir wie dir, es ist fantastisch. Es ist eine Freude, die lustigen Österreicher. Aber was machst du dann wirklich? Hast du Zeit, dir Wien anzuschauen jetzt oder geht's gleich wieder zurück? Nein, leider nicht. Ich freue mich schon wieder zurückzukommen, aber ich fliege einfach gerne wieder nach Hause. Denkbar, in Wien zu wohnen? Ja, also es ist jetzt nicht, ne, also... Bitte? Ich habe manchmal so Aussetzer. Ja, mach dich. Das kenne ich. Nein, ich habe... kennst du? Wirklich? Ja. Deswegen warst du vorhin so still, ne? Ja, das habe ich... Ja, ich habe da manchmal so Aussetzer. Ja, wir sind uns wahrscheinlich ähnlicher, als ich dachte. Geht es dir dann auch so, dass du dann immer an irgendwas Wichtigeres denkst? An was hast du gedacht? Ja, ich habe so an philosophische Fragen. An welche? Wohin, wozu, warum? Ja, all diese Fragen stelle ich mit mir wem? Tatsächlich ja. auch ja. auf diesem So Album. Heißen ja. die Lieder. Wohin, wozu, was bleibt, warum, was bleibt besser werden. Irgendwann, genau. Freisprengen, das ist auch... Wozu besser werden. Freisprengen, Cut 6 auf dem Album, worum geht's in Freisprengen? Naja, die alte DDR-Geschichte halt. Eine Fliege, die Sprengstoff umgebunden hat und sich freisprengt. Freisprengen, finde ich ein gutes Wort. Also ohne Scheiß, mein Mann hat dann irgendwann gesagt, das ist nicht dein Ernst, ne? Freisprengen. Ich sagte, es ist gerade heutzutage relativ gefährlich. Es ist heutzutage, nee, es ist der Moment, wo man dann sagt, nach vielen, vielen Jahren so endlich so, jetzt befreie ich mich, jetzt ist der Moment okay. gekommen. Schwarz auf Weiß, 5:12, gut, so heißt jeder zweite Schlager. Mehr als ihr seht, Scheinriesen, das finde ich auch ein schönes Wort, Scheinriesen. Scheinriesen, ja. Was sind ist ein Scheinriese? Naja, Stermann ist ein Scheinriese, ja? Oder? Ist dahinter groß, aber... Ja. Straßen aus Salz, finde ich auch schön. Worum geht es da, um einen Restaurantbesuch? Es ist wirklich ein ernsteres Thema. Also es geht eher... das ist schwierig zu beschreiben. Es geht um einen Kokser, der verarscht worden ist. Straßen ja, aus Salz. Genau! Nee, da geht es eigentlich oh Gott, das kann man schwer sagen. Kann man schwer sagen. Es ist tiefgründig. Okay, passt. Okay, kein Problem. Liebe Yvonne, darf ich dich bitten, in den Nebensessel zu gehen? Denn jetzt... Nein, Entschuldigung. Gerne. Du kannst gerne deinen Prosecco mitnehmen. Jetzt begrüßen wir den nächsten Popstar auf der Bühne.